haben in diesem Jahr eine ganze Reihe von Sondermodellen auf Basis des Colt Single Action Army oder Peacemaker, wie er eigentlich bekannt ist. Das sind alles limitierte Serien, die natürlich mit der amerikanischen Geschichte verbunden sind. Dieses Modell heißt US Marshal, einfach aus dem Zusammenhang, dass also bei unserer amerikanischen Tochterfirma Umarex USA und Walter USA der Standort Fort Smith in Arkansas ist. Und dort ist gleichzeitig das Museum des US Marshal Service, der gerade sein 225-jähriges Jubiläum gefeiert hat. Limitierte Version mit dem eingesetzten Zeichen. Also US Marshal Service ist auf der einen Seite das, was früher mal White Earth war. Ja, genau. Auf der anderen Seite die Leute, die bei Con Air die Gefangenen begleiten. Okay. Das zweite Modell heißt Ranger, aus dem gleichen Grund. Es ist auch ein Texas Ranger Stern eingelassen. Es ist die normale 5,5 Zoll Version, auch im Antik-Finish. Ja, jetzt wird es nochmal sehr interessant. Mhm. Genau. Ja, ein bekannter Filmheld, der nicht viel von Zielen hält, hat das Ding besessen. Wir verwenden den Firmennamen halt nicht, aber es ist ein Sondermodell, was wir Custom nennen, keine offene Visierung drauf. Und ein ganz spezieller Hammer, ja, der zum Fanning geeignet ist. Ich kann aber hier arbeiten. Sehr starkes Teil. Gibt es auch in 6 mm als Airsoft. Mhm. Okay. Mein liebes Pferd hat gerade ein paar Haufen gemacht. Du kannst dir einen Pferdeappel nehmen. Das soll deine Belohnung sein.